Hello and nice to see you. We are now in London, London City. Hallo und willkommen in London. Wir machen es auf Deutsch, einfacher. Also, das war die Tower Bridge. Wohlbekannt? Die sind auch wohlbekannt. Nur noch sehr selten. Auf einer Linie werden sie eingesetzt, extra für die Touristen. Der ist nicht so selten, das ist meiner. Mit dem fahren wir nach England. Also, laden. Hier stehen wir am Pas de Calais, warten auf die Fähre. Fähre ist da, wir hoppeln drauf und dann ist alles relativ schnell gehen. Raus aus dem Bus, abschließen das Ding und dann geht es hoch in die Fahrerlounge. Alles umsonst, nicht sehr bequem, aber wenn man müde ist, nachts schläft man auch hier. Habe ich auch schon. Oder man geht zum Beispiel an Deck. Im Hintergrund sieht man schon Dover und das ist die Einfahrt von Dover. So, jetzt geht alles von Bord und dann beginnt das große Wettrennen. Natürlich auf der linken Seite. Sie können es ja nicht lassen. Und hier fahren wir morgens nach London. Einfahrstraßen sind alle so klein. Dicker Verkehr, für 70 Meilen brauchst du 3 Stunden. Das ist das indische Viertel hier. Ich habe schon andere Wege probiert. Es nützt nichts. Und wer vor allen Dingen die Straßen verstopft, das sind diese roten Kisten hier. Die Omnibus, fast alles Doppeldecker, schmaler als unsere, nur 2,20 breit, etwas kürzer, etwas leichter, aber in Massen. So, und jetzt fahren wir mit so einem Doppeldecker, ich sitze oben rechts und wir fahren von Vauxhall Bus Station ab in die Stadt. Auf der rechten Seite der Themse. Ihr bekommt dabei so einen gewissen Eindruck, wie es ist, wenn man links fährt. Mit dem Omnibus oder dem LKW kein Problem, PKW schon eher, weil man tiefer sitzt. Aber mit dem Motorrad dürfte es Schwierigkeiten machen. Muss man höllisch aufpassen. Gibt einen einfachen Tipp, immer Lenkrad am Bürgersteig. Das wechselt jetzt immer. Hier Fotos und dann wieder ein Stück Video. Das war der Millennium Pier und das ist die Königliche Galerie. Das ist der Treffpunkt mit den Guides. Ab hier geht es los. Hier haben wir Westminster, den Turm und die Glocke heißt Big Ben, nicht der Turm. Westminster Abbey, Fahrgäste rein, Fahrgäste raus. Nochmal einmal um den Pudding und die gibt es zuhauf, englische Taxen. Da sieht man, wie schmal die Fahrstreifen sind. Sie sind nämlich keine 3 Meter, sondern im Höchstfalle 2,50. Kostet Nerven. Das ist MI6. Auf der anderen Seite der Themse, rüber über die Vauxhall Bridge, ist MI5. So, wir fahren eine der breitesten Straßen in London. Das ist rechts der Themse und fahren jetzt Richtung Krankenhaus. Nicht um dahin zu gehen, sondern einfach nur als Orientierung. Rechter Hand liegen die Bahngleise, S-Bahn, normale Bahn. Ich hatte Zeit und Gelegenheit und wollte ein besonderes Museum, für mich besonderes besuchen, Imperial War Museum. Nur leider war es geschlossen. Die Kanonen hier sind an einem Kriegsschiff aus dem Ersten Weltkrieg noch. Aber das nützt alles nichts, das Ding war zu. Okay, ich denke, ich werde nochmal nach London kommen, dann probieren wir es nochmal. Aber es wäre so schön, so wahr zu sein. Hier nochmal der Millennium Pier auf der linken Seite. Wichtig für Busfahrer in London ist, wo kann ich parken, wie lange und was kostet das. Hier die Parkplätze zum Beispiel. Jeweils 1 Stunde 4 Pounds, 2 Stunden darfst du nur parken. Du kannst es natürlich anders machen, du legst dir ein Knöllchen dran, das kostet 80 Pounds. Klingt viel, ist es aber gar nicht. Wenn man es innerhalb von 4 Wochen bezahlt, sind es nur 40 Pound. Und in der Regel bezahle ich zwischen 20 und 30 Pound, wenn ich das Auto irgendwo auf dem Parkplatz abstelle für 12 Stunden. Wenn man also die Hin- und Rückfahrt dann in die Stadt abrechnet, kommt man eigentlich ganz gut dabei weg und man kann dann den ganzen Tag den Bus dort stehen lassen. Allerdings läuft man Gefahr, von der Polizei kontrolliert zu werden. Das ist so etwas wie die BGA, die gibt es dort auch. Die nimmt einem dann den Bus. Deswegen fahren wir immer raus. Das ist New Covent Garden draußen. In den Großmärkten. Kostet 20 Pfund, 12 Stunden. Keine sanitären Anlagen, aber Sainsbury ist nicht weit entfernt. Und hier etwas, was mich zum Schmunzeln gebracht hat. Er repariert die hintere Stoßstange mit Crepe. Okay, noch einen Blick mal. Weiter mit der Linie 77. Citaros gibt es auch, wenn auch selten. Gelenkzüge fast keine in London. Habe ich nicht gesehen. Hier die Solo-Fahrzeuge gibt es, aber auch nur auf einer Linie.
Das hier ist das St. Thomas Hospital, eines der größten und modernsten in London. Und wir fahren auf die Eddington Street zu, Eddington Platz. Und es ist ein großes Hotel dort in der Mitte. Ziemlich zentral, nicht so teuer, trotzdem gut. Also, wenn man privat fährt, durchaus zu empfehlen. Rechter Hand liegt Waterloo Station. Und wenn man um den Pudding herum fährt, ist man schon am London Eye. Ein sehr schöner Fotostandpunkt, um das House of Parliament und so weiter zu knipsen, aber auch ein fürchterlicher Menschenauflauf. Die Fahrt mit dem London Eye kostet 25 oder 27 Pfund und dauert rund eine Stunde, wenn man denn sich damit abfindet, zwischen Tausenden von Menschen zu stehen. So, hier fahren wir rein in die Straße, die davor ist, wo wir also die Fahrgäste absetzen und wieder aufnehmen können. Mit dem kleinen Bus hier geht das relativ gut, mit dem großen muss man schon zielen. Rechts dieses gelbe, blaue Ding, das ist ein Schwimmwagen, da kann man hier einsteigen. Fährt von hier aus zur Themse runter, ein Stück über die Themse, wieder raus und dann hinten Westminster und kommt dann wieder hierhin zurück. Eine ganz empfehlenswerte, nette Sache. So, hier links und rechts sind die Ein- und Ausstiegsstellen. Und der Busfahrer hatte so ein bisschen Schwierigkeiten mit seiner Breite. Wir ziehen ja eigentlich aneinander vorbei, ohne groß Gas wegzunehmen. London ist die Stadt der Denkmäler. Hier sind wir am Trafalgar Square, einer von den beiden Löwen. Das ist Churchill vor dem House of Parliament. Ein sehr eindrucksvolles Denkmal. Das Denkmal ist neu. Erinnert an die Frauen, die während des Krieges umgekommen sind. Und das ist Mounty. Okay, das ist nicht so. Und jetzt kommt etwas, nochmal Churchill hier, kommt etwas, was man vielleicht seltener sieht. Eine Fahrt über die Tower Bridge. Begleitet von einer ehemaligen Polizistin. Man hört sie. And he drove really, really fast and it jumped over the gap and landed on the other side. And there's a photo, yeah. So look on the left hand side, you can see all those brand new buildings I was talking about, the Gierke, walkie-talkie. And those of you who are on the right hand side, you can see some tall glass and steel buildings. That's Docklands. That's the former harbour. Point is where all the ships used to come. Now have a look here on the left hand side and you will see much closer the Tower of London. And you will see that we've got the tower, the white tower in the middle. That's the tower with the four different towers with the golden metal weather vanes on top. That's called the White Tower because the King Henry III, we call him the Builder King, painted it white. So here's the line, yeah? Dann links runter. Yeah, genau. And if you look at the Henry III, when he painted that. London ist nun mal die Stadt der Denkmäler. Wenn man sonst nichts hat, hat man Denkmäler. Okay. Aber das ist das Denkmal wegen der Luftschlacht um England. Die entscheidende Woche damals. Und heroisiert sehr viel, sehr großartig. Ich halte von sowas nichts, aber über Geschmack kann man nicht streiten. Trotzdem mal interessant, sich das anzugucken. Wenn man 60 Jahre später solche Denkmäler in dieser Form baut, weiß ich nicht, ob das so richtig ist. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Weiter, hier nochmal, linke Hand, Waterloo Station. Wir sind wieder unterwegs, zurück nach Vauxhall. Das kommen jetzt Aufnahmen,
Die sind während der Stadtrundfahrt gemacht. Also ich fahre und werde dann geleitet. Und das ist durch die Innenstadt, dauert 3 Stunden. Mit dem Bus mit Kupplung hat man ein dickes Knie. Dort sind die Stadtrundfahrtbusse. Nagelneue Setras von einer Gesellschaft. Warum da hinten Chinesisch drauf steht, weiß ich nicht. Aber ich denke, fotografierst du mal. Das sind diese Einkaufsstraßen. Man sollte nicht nach Heros gehen. Gruppen schmeißen dir gerade weg raus, weil die kein Geld bringen. Wenn man einkaufen geht, dann geht man auf den Garten. Das hier vor uns ist St. Paul Cathedral. London hat unheimlich viele Museen, gute Museen, aber auch unheimlich viel von diesen Bauten. Und wenn man eins gesehen hat, genügt es eigentlich. Man hat immer den Deutschen diesen Gigantismus während der Nazizeit im Baustil vorgeworfen. Aber in England ist das auch nicht viel besser. Das ist die alte Belfast. Da steht einer meiner Gruppen davor. Belfast kann man besuchen. Im Hintergrund waren die neuen Bauten. Hier sind wir im Financial District. Man sollte nicht einkaufen gehen, wo die Haute Velaute geht. Das kriegt man überall und ist immens teuer. Hier kann man gehen, Covent Garden, eine Menge kleiner Geschäfte, kleiner Leute, für kleines Geld, viele kleine hübsche Sachen. Das kann man machen, alles andere ist TÜNEF, kostet nur unendlich Geld. So die Eindrücke, die man so hat, wenn man durch diese Stadt fährt. Natürlich fährt man auch Whitehall, auf der Whitehall, an den Gebäuden der Horse Guards vorbei. Dahinter liegt der St. James Park, wo dann die immer die große Parade zu Ehren der Königin stattfindet. Man kann natürlich auch am Palast vorbeifahren und sieht dann an der Flagge, ob sie da ist oder nicht und so weiter und so weiter. Eben das sein. Hier fahren wir wieder auf Vauxhall Bus Station zu. Ich bin hier mit der 77 gefahren, die fährt nach Waterloo Station. Man kann auch, wenn man zum Beispiel in die 88 einsteigt, hier kann man auf direktem Wege bis zum Trafalgar Square fahren. Also, wenn man fragt, kriegt man Antworten. Sie sagen auch, welche Bahn steigt. 77 zum Beispiel auf J, zumindest Richtung Waterloo.
liebe Leute, der Film ist vorbei und ich habe gut lachen. Ich habe gut lachen, wenn so eine Wochentour durch Südengland gut gelaufen ist, wenn man harmonisch mit der Gruppe zusammengearbeitet hat, wenn keine Unfälle passiert ist, keine Schrammen, ein Hotel hatte einigermaßen und wenn man tagsüber irgendwo ein gutes Essen gefunden hat. Man fährt zurück, manchmal auch nachts, hier 0.30 Uhr ab Dover, dann wieder sieht sich dann wieder in der Fahrerlounge, manchmal trifft man sich auch wieder, schläft ein bisschen, Kaffee trinken und am nächsten Morgen dann geht es über die Bahn, über Belgien, Frankreich, Belgien, zurück nach Deutschland, dann in den Sonnenaufgang hinein und man ist ganz froh, wenn man die Woche rund hat. Mir jedenfalls macht England immer sehr viel Spaß und ich denke, es lohnt sich auch mal privat, auch wenn so das eine oder andere Museum schon mal zu hat. Wie sagt der Escher? Tschö, bis zum nächsten Mal.